Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Symbol Desktop-Anzeigen wiederherstellen können. Folgende Situation: Sie haben aus Versehen das Icon Desktop-Anzeigen gelöscht und dummerweise ist es auch nicht mehr hier oben in der Taskbar. Und wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, dieses Icon wiederzubekommen. Der Papierkorb ist leer. Hier ist das ursprüngliche Symbol, aber wenn ich hier draufklicken würde, würde eine Fehlermeldung kommen, dass das Ganze eben nicht mehr vorhanden ist. Also wir haben keine Möglichkeit mehr, das Symbol wiederzubekommen. Jetzt wurden wir eben gefragt, wie wir das Ganze wiederherstellen können. Und das will ich demjenigen jetzt eben zeigen. Das Ganze ist ganz einfach. Wir brauchen dazu unseren Editor. Und jetzt geben wir hier in ein eckige Klammer auf, Shell, eckige Klammer zu, dann Command 2, in der nächsten Zeile Iconfile, gleich Explorer.exe, Komma 3, dann geht es zur Taskbar, eckige Klammer auf, Taskbar, eckige Klammer zu. Obwohl, hier schreibt man das Ganze, glaube ich, klein. Taskbar, so jetzt stimmt's. Und Command gleich Toggle Desktop. Also wird Desktop anzeigen. Gut, und mehr war das nicht. Das ist der ganze Code. Shell in eckigen Klammern. Die eckige Klammer bekommen Sie mittels Alt Graphic 8 bzw. 9. Dann Command gleich 2. Iconfile gleich Explorer.exe, Komma 3 in eckigen Klammern Taskbar. Die nächste Zeile Command gleich Toggle Desktop. Und das war's. Jetzt gehen wir auf das X. Sagen Änderung speichern. Ja. Dann gehen wir auf den Desktop und geben hier unten in dem Dateinamen folgendes an: Desktop Anzeigen Punkt SCF. Und das Ganze eben so aussieht. Desktop Anzeigen Punkt SCF. Und ohne SCF funktioniert das Ganze nicht. Der Dateityp kann Textdateien bleiben, spielt keine Rolle. Gehe auf Speichern. Und jetzt habe ich hier ein neues Symbol bekommen. Desktop Anzeigen. Und jetzt öffne ich mal ein paar Fenster. So, das dürfte reichen. Jetzt habe ich hier meine verschiedenen Fenster offen. Und jetzt ist auch im Papierkorb hier logischerweise wieder die Verknüpfung vorhanden, weil wir jetzt eben das Ganze wieder gesetzt haben. Also theoretisch könnten wir das jetzt wiederherstellen, aber für was? Wir haben es jetzt auf dem Desktop, wir haben es neu erstellt, also brauchen wir das im Prinzip nicht. Und jetzt klicken wir doppelt auf Desktop anzeigen. Dann ist das Ganze wieder weg. Also wie gewohnt praktisch, wie vorhin. Dann schieben wir das Ganze noch hier oben in die Taskbar rein, damit das Ganze auch hier oben ist. Und dann können wir das Ganze wieder benutzen. Probieren wir das nochmal da oben. Funktioniert auch. Also das Ganze ist wieder vorhanden und wieder verfügbar. Gut, die Anfrage wurde jetzt, hoffe ich, gelöst. Und das war's im Großen und Ganzen. Gut.